Wir starten auch direkt mit Pick Up the Pieces und April Paris und danach. Ein Gesangsstück, Girl from Ipanema, die meisten werden es kennen, und ein Jazz-Standard, Straight No Chamber. Wir hätten noch gerne mehr Licht bei der Posaune. Mehr Licht. Ich befinde mich jetzt hier live vor Ort im, ja, im Backstage-Bereich des Lehrerzimmers, kann man sagen. Cafeteria. Ja, es kommt mir so vor, als ob ich euer Schülerreporter bin, was ich aber leider nicht bin. Ja, und trotzdem interviewe ich jetzt für euch, natürlich auch für die gesamte Stadt Arnsberg und alle lokalen Kompass-Leserinnen und Leser, die das jetzt hier sehen, interviewe ich jetzt, an ich jetzt sitzen darf. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Daniel Michael. Ja. Duzen oder siezen, wirken was gerne? Ach, wir können uns auch duzen. Ich bin das aus der Musik gewöhnt. Ja, dann sag mal du. Ja. Ja, ich danke dir, dass du dir für das Interview Zeit genommen hast. Heute natürlich das ganz große Thema, wo viel Tamtam und Rums-Bums gemacht wird, die FSG Big Band. Ja, wie lange gibt es schon die FSG Big Band? Seit 25 Jahren. Wir haben uns im September 1989 im Rahmen einer Projektwoche gegründet. Und die Besetzung, wie viele Leute spielen aktuell jetzt mit? Auch so um die 20. Wir haben die Big Band, also erstmal gibt es die meisten sind Schülerinnen und Schüler. Dann haben wir die Big Band vor einem Jahr auch um Erwachsene erweitert. Und bei unseren Konzerten kommen auch gerne Ehemalige dazu, wie gestern Abend. Ja, was habt ihr alles im Repertoire? Von Jazz bis Schlager oder was für Richtungen habt ihr hier? Ja, wir spielen schon hauptsächlich Jazz, da gibt es ja auch schon sehr viele Richtungen. Wir spielen auch traditionellen Jazz, wir spielen sehr gerne Swing, wir spielen auch gerne modernen Jazz. Funk machen wir gerne, Musical, Filmmusik, dann auch aktuelle Stücke aus den Charts, wie zum Beispiel, oder Filmmusik Skyfall hatten wir gestern im Programm. Also wir haben eine ganz, ganz bunte Palette. Alles, was sich mit einer Big Band spielen lässt, Schlager würde ich sagen, so direkt nicht. Konzerte im Jahr. Und wer trat jetzt gestern alles auf bei dem Aufbruchskonzert zum Frühling? Also von den schulischen Gruppen hatten wir eine bunte Palette. Wir haben ja mit den kleineren Schülern angefangen, mit der Junior Big Band. Da sind so Schüler der Klasse 5 bis 8 drin. Danach hatten wir unsere Bläserwerkstatt. Das sind Schüler der Klasse 5. Wir haben ja das Bläserwerkstattskonzept. Die haben einmal in der Woche Ensembleunterricht und dann auch Instrumentalunterricht in kleinen Gruppen zusätzlich noch. Dann hatten wir die Streicherwerkstatt zusammen mit dem Schulchor und mit unserem Vororchester Appetizer. Die haben ja gemeinsam einen Block gemacht. Wir hatten zwei Tanzgruppen. Eine wird von einer Schülerin geleitet, eine andere Tanzgruppe der 6 von einer Kollegin. In der zweiten Hälfte dann die Oberstufen Big Band, von der ich eben schon kurz berichtet habe, und unsere Schulband. One, she prays so powerful.
Zeit steckt dahinter? Wir haben im Grunde am Anfang des Schuljahres schon mit den Vorbereitungen angefangen. Und zwar proben wir einmal in der Woche mit den Bands, immer so der großen Big Band 2 Zeitstunden, mit der Junior Big Band 1,5 Stunden. So ähnlich proben die anderen Gruppen auch. Und dann gibt es natürlich noch jede Menge Zusatzproben. Wir haben uns auch am Wochenende einige Male mit der Oberstufen Big Band getroffen, haben dann noch Workshops gemacht, hatten teilweise auch Dozenten noch dabei, Profimusiker, die mit uns gearbeitet haben. Ja, wir sehen hier auch auf dem Tisch eine schöne CD. Das ist jetzt die aktuelle neue? Ja, die ist jetzt 2 Jahre alt, unsere letzte ist jetzt, ja. Ne? Genau. Wie viel Aufnahmezeit dort und wo habt ihr die machen lassen? Die haben wir gemacht mit Martin Meinschäfer hier im Kulturzentrum. Mhm. Da die Big Band viel zu groß für ein Tonstudio ist, ist dann Martin Meinschäfer mit seinem ganzen Equipment ins Kulturzentrum gekommen. Und dann haben wir an 3 Tagen haben wir die CD dann, die Aufnahmen gemacht für die CD. Und dann haben wir noch viele Monate abgemischt, bis sie dann fertig war. Mhm. Ja, von der Big Band jetzt aus hin weiter. Du bist ja Orchesterchefleiterin. Wie kamst du zu deinem Beruf? Ich habe immer viel Freude an der Musik gehabt. Ich hatte also seit Kindesbeinen habe ich schon Musik gemacht. Früher viel Klassik und dann habe ich, wie gesagt, dann so mit 22 Jahren angefangen, mich für Jazzmusik zu interessieren. Durch ein Ensemble, in dem ich während meines Studiums mitgespielt habe. Wir haben südamerikanische Musik gemacht. Wenn du dich wenn du zurückblickst, was war das allererste Stück, das ihr mit der, allererste Konzert, das allererste Stück mit der FSG Big Band aufgeführt hat? Welches Stück war das? Ein Stück, das hieß Hill Street Blues. Wir haben am Ende der Projektwoche 1989 dann ein Konzert gemacht im Kulturzentrum. Wir haben damals ein Easy Jazz Pack gespielt. Da war zum Beispiel auch dabei Speak Low, kann ich mich erinnern. Die anderen Stücke fallen mir außer dem eben jetzt genannten schon nicht mehr ein. Wir sind dann 2 Monate später nach Ungarn gefahren. Wir hatten eine Einladung von einer Musikschule in der Nähe von Budapest und da haben wir natürlich viele Konzerte gemacht. Und die Projektwoche war im Grunde so die Vorbereitung. Ja, so ist das schon mal, wenn man die Fragen nicht aufgeschrieben hat und nochmal so ein bisschen überlegen muss. Spielst du denn auch selber ein Instrument in der Big Band? Wenn mal eins fehlt in der Probe, spiele ich natürlich mit. Also mein Hauptinstrument ist Klavier, dann habe ich lange noch Saxophon gelernt. Und es ist aber dann so, wenn man selber mitspielt, hört man zu wenig von den Mitspielern. Deswegen ist es gerade bei Schülern sehr wichtig, dass man vor der Band steht, auch Einsätze geben kann, dass man so die Band zusammenhält. Aber ich spiele natürlich, wenn ich Zeit und Lust habe, auch ganz gerne mal selber mit. Allerdings dann leider jetzt nicht eingeladen worden zur Bundesbegegnung, weil es gibt einen Ausschuss und der bestimmt dann eine vorgeschlagene Gruppe. Das ist ein ganz kompliziertes Verfahren. Mhm. Jedes Bundesland schlägt dann 3 Gruppen vor. Wir waren also bei den 3 Gruppen dabei, die vorgeschlagen wurden.
Und dann wird es so zusammengesetzt nach den Proports Orchester, Chor, Big Band, Rockband. Und dann wollten die in Ostnordrhein-Westfalen keine Big Band haben, sondern die haben dann stattdessen einen Popchor ausgewählt. Und deswegen sind wir jetzt nicht bei der Bundesbegegnung dabei, aber wir waren zumindest vorgeschlagen vom Landesausschuss, was auch schon eine ganz gute Auszeichnung ist. Ja, von den Preisen her zur Auszeichnung, zu Gewinnspielen, ja, die aktuelle oder noch aktuelle, ich weiß nicht, wann die nächste rauskommt, CD Keep Swinging 4 oder 4. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ja, wenn man es streng Englisch macht, müsste man sagen, Keep Swinging 4. Ja, haben wir unter Absprache 3 Stück an euch zu verlosen. Und die Frage kommt jetzt von dir. Welche beiden Stücke, die auf der Big Band enthalten sind, sind gestern Abend auf dem Frühjahrskonzert aufgerufen? Verbleiben wir so. Ja, das war jetzt euer letztes Konzert. Ich sage jetzt mal euer noch aktuelles Konzert. Wo geht es als nächstes hin? Och, wir haben noch keine Pläne. Mal gucken, was kommt. Nicht? Also, wir wissen auf jeden Fall, dass wir jetzt beim Abitur werden wir wieder spielen. Und ja, ich denke, wir werden noch ein paar Angebote bekommen. Mhm. Alles Weitere findet ihr unter www.fsg-ansberg.de. Genau. So, ja, dann bedanke ich mich für das Interview. Zum Abschluss noch Lieblingsmotto? Motto? Ja, Lieblingsmotto, Lieblingszitat. Ja, dann nehme ich mal ein Zitat von einem berühmten Big Band-Leiter, von Barry. Das ist ein englisches Zitat, aber ich setze das ganz gerne mal in der Probenarbeit ein. Mhm. Don't count peanuts if you have to cope with alligators. Also man soll eben keine Erbsen zählen oder jetzt Erdnüsse, wenn man es eben mit größeren Problemen zu tun hat, wie als Metapher wird jetzt der Alligator benutzt. Ja, und da jetzt kurz vor Schluss jetzt die Osterferien vor der Tür stehen, Grüße an, ich sag mal, die Big Band und alle, die das jetzt hier sehen. Ja, das wünsche auch allen ein schönes Osterfest und auch etwas Erholung von der ganzen Hektik. Auch nochmal vielen Dank an alle Musiker und unsere Technik, die das tolle Konzert ermöglicht haben, dann an das tolle Publikum und allen jetzt erstmal eine gute Erholung und ein bisschen Abstand. Und wir gehen jetzt mit dem Stück, ja, Birdland von gestern, damit zurück ins Studio. Tschüss, Wicke.
der Zugabe. Es ist schon so spät und wünsche jetzt allen nochmal schöne Ferien und noch 2 erholsame Schultage und guten Heimweg.